Er gilt als Meister seines Fachs, Edgar Krapp. Unter dem Motto »Wie schön leuchtet der Morgenstern« gibt der weltbekannte Organist an diesem Abend sein virtuoses Können zum Besten. Es ist der Auftakt der Mindelheimer Stephanus-Konzerte, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfinden. Anlass dafür war die neue Orgel, die St. Stephan im letzten Jahr erhalten hat. Die Idee kam von daher, wenn eine neue Orgel da ist, warum soll man sie nur liturgisch nutzen? Man kann sie ja auch irgendwie öffentlichkeitswirksam irgendwie einbauen. Ich kam als neuer Kirchenmusiker gemeinsam mit der neuen Orgel her und ich kannte das eben von meiner eigentlichen Heimat Dillingen her, wo es auch so eine Konzertreihe gibt und es wird wirklich über die Jahre ist es immer mehr angenommen worden, dass sie so ein Stammpublikum von 100 bis 120 Leuten etabliert hat. Um nicht nur den vollen Klang der neuen Orgel zu hören, sondern um auch einmal zu sehen, wie viel Energie und Körpereinsatz hinter dem Spielen selbst steckt, wird das Sonntagskonzert an diesem Abend für das Publikum auch per Videoleinwand live in den Kirchenraum übertragen. Wenn man sonst bei musikalischen Konzerten dabei ist, dann hat man meistens die Musiker vor Augen und sieht, wie sie arbeiten und was auch für Technik dahinter steckt. Jetzt an der Orgel oben und die Zuhörer unten im Kirchenraum, da hat man oft keinen Einblick. Und so konnte man heute durch diese visuelle Übertragung dem Organisten ein klein bisschen über die Schulter schauen. Und das waren, fand ich, ganz interessante Einblicke, einfach auch in die Technik und was tatsächlich auch an Kraft, Energie und Konzentration hinter so einem Konzert steckt. Auf dem Programm stehen an diesem Abend Komponisten wie Buxtehude, Mendelssohn Bartholdy, Bach und Reger. Der 68-jährige Edgar Krapp hat diese Stücke im Vorfeld speziell für die neue Orgel von Mindelheim ausgesucht. Na, es hängt natürlich sehr stark vom Programm ab. Wenn Sie auf einer alten Orgel aus der Barockzeit sitzen und dort spielen, dann ist das was anderes, als wenn Sie hochvirtuose Musik der Romantik oder der Moderne spielen, wie das ja heute auch der Fall war. Das heißt also, ein Organist muss in der Lage sein, sich auf das jeweilige Instrument und auch auf den jeweiligen Stil einzustellen. Das ist eine große Herausforderung. Es gibt einfach Stücke, da muss man ganz ruhig dort sitzen und sanft spielen. Und dann gibt es Stücke, wie zum Beispiel jetzt der Reger am Schluss, da müssen Sie wirklich mit dem ganzen Körper auch den Einsatz für sich geben, damit die entsprechende Klanggewalt herauskommt. Das hat jetzt nichts mit dem Klang an sich zu tun, das kann ich ja einstellen. Aber die Interpretation muss natürlich kongruent sein zu dem, was die Musik sagen will. Die Musik schlägt an diesem Abend ganz unterschiedliche Töne an. Von den sanften, leisen bis hin zu den kraft- und temperamentvollen. Krapp erzeugt verschiedene atmosphärische Stimmungen. Außerdem ist für den ein oder anderen Besucher sicherlich neu, wie viel man musikalisch aus so einer farbenreichen Orgel herausholen kann. Gebaut wurde das Instrument von der Orgelbauwerkstätte Siegfried Schmid in Kottenried bei Immenstadt. Und durch die Mindelheimer Stephanus-Konzerte 2016 werden in diesem Jahr vielleicht noch viele weitere in den Genuss kommen, die neue Orgel einmal selbst zu hören. Geben wird es unter anderem so ein Konzert in dieser Art im Oktober mit Bernhard Haas, bei dem ich momentan studiere. Dann ist noch geplant im Juni ein Chorkonzert, wo unser Kirchenchor auch mal in Erscheinung treten darf mit Orchester, wo wir eine Bach-Kantate und von Vivaldi das berühmte Gloria aufführen werden. Und dann was ganz Besonderes, worauf ich ganz gespannt bin, dass im Sommer über an Samstagen immer Orgelmusik von circa einer Dreiviertelstunde stattfinden wird. Da bin ich wirklich gespannt, ob das von den Mindelheimer irgendwie angenommen wird. Schön wird's, hoffentlich.
Das Eröffnungskonzert der Orgelreihe jedenfalls war bereits ein voller Erfolg. Ab Juni geht's dann weiter.